Und dann lande ich in einem Garten vor einer ziemlich einfachen Hütte. Hier also soll er leben. Das ist Tom Huber und er kommt aus der Schweiz. Vor über 15 Jahren hat er sich in eine Jamaikanerin verliebt, dann in die Insel. Die Insel ist geblieben. Er will anders und einfacher leben als früher in der Schweiz. Und dazu gehört auch, keine Tiere essen. Ich esse kein Fleisch mehr, weil ich gelernt habe, dass man sich ohne Tierprodukte viel besser, gesünder ernähren kann, als wenn man tote Tiere in sich hineinstopft. Seine Nachbarn haben ihn längst in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Sie kochen zusammen, vegetarisch natürlich, und verstehen sich als Rastafari. Sie sind Angehörige einer auf Jamaika entstandenen Glaubensrichtung oder besser einer Geisteshaltung. Und zu diesem Leben gehört besonders ein Grundsatz, der sie alle eint. Ein Leben in Harmonie mit der Natur. Lernen, mit der Natur zu leben. Lernen, dass die Natur eigentlich alles hat, was der Mensch braucht. Und auch zur Natur schaut. Und das tut er nun tatsächlich jeden Tag, denn er lebt mitten in ihr im jamaikanischen Busch. In diesem tropischen Klima wächst alles in atemberaubender Geschwindigkeit, auch auf seinem Stück Land. Soja! Tutu! Okay! Ohne die Hilfe seiner Nachbarn, die ihm immer wieder die Wege regelrecht freikämpfen, würde er das wohl kaum schaffen, aber man hilft sich gegenseitig. Leben in der Natur ist immer auch ein Stück Kampf gegen die Natur. Tom versucht seinen Nachbarn nebenher Umweltbewusstsein beizubringen, auf Ökodeutsch Nachhaltigkeit. Also ich nehme meine Rolle hier sehr ernst. Ich sage etwa den Leuten, fisch nicht in diesem Fluss, in dieser kurzen Strecke. Lass die Fische da in Ruhe, damit es auch in 20 Jahren noch etwas wie ein Fisch. Es ist sehr viel Arbeit. Es ist jeden Tag körperliche Arbeit, aber ich muss dann nicht ins Gym am Abend. Ich bin dann müde von sinnvollem Arbeiten. Er lebt wirklich sehr einfach in seiner Hütte, weshalb er auch kaum Geld braucht. Sein Plan ist, ab und zu abenteuerlustige Gäste hier unterzubringen. Um die Verpflegung bräuchten sie sich nicht zu sorgen, denn das kann Tom Huber mit einfachen Mitteln wirklich hervorragend. Vegetarisch natürlich. Was hast du jetzt alles gekocht? Was wird das für ein Gericht? Wir sagen dem einen Stew. Das ist ein bisschen dünner als Suppe. Und ich habe angefangen mit Kohl, Zwiebel, Tomaten und habe das mit etwas Wasser und Öl gekocht. Geriebene Kokosnuss dazu schmeckt auch allen anderen zufällig anwesenden Gästen. Sein Nachbar Bongo Arthur kocht immer gerne mit, wenn er denn die Zeit hat. The only thing we have to get the coconut ready. I mean, Switzerland is far, far, far in. And Thomas come here, as you can see. Die Schweiz ist ja so elend weit weg, sagt Bongo Arthur. Aber Thomas lebt uns hier vor, wie wir noch näher an der Natur leben können.